Hallo und herzlich willkommen. So schnell sind schon wieder ein paar Tage vorbei. Ich hoffe, ihr seid mit an Bord. Ihr seid wieder mit aktiv dabei. Ihr hört gerade zu und ihr habt natürlich schon die ersten drei Videoclips, die ich online gestellt habe zum Thema Fitness over 50. Habt ihr schon konsumiert. Ihr habt auch schon einiges umgesetzt. Ihr seid schon dabei. Und jetzt kommt die spannende Nachricht zum Thema Krafttraining. Wie gehe ich es am besten an? Was macht am meisten Sinn? Freihandeltraining, mit Gewichten arbeiten, freien Raum, im Fitnessstudio, zu Hause, maschinenorientiertes Training, gibt es ja ganz viel. Also, fangen wir mal Folgendes an. Wenn ihr noch nie groß Kontakt gehabt habt zu Kraftsport, also Kraftsport einfach schon lang zurück oder einfach noch nie Kontakt gehabt habt, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn ihr grundsätzlich mal euch nach einem Fitnessstudio umguckt, nach einem guten Fitnessstudio. Das lässt sich eigentlich relativ gut googeln, wo ist ein gutes Fitnessstudio, ein bisschen gucken, wie so die Aussagen sind, die Bewertungen des Fitnessstudios, die Rezensionen, wie die sind, und dann mal Probetraining vereinbaren und dann einsteigen mit einem sogenannten maschinenorientierten Training. Das heißt, ihr werdet vorrangig in der ersten Zeit an Maschinen arbeiten, da sind Gewichtsblöcke dran und ihr werdet hier die Bewegung vollführen. Diese Bewegungen sind natürlich von der Maschine vorgegeben. Das heißt, ihr müsst nur irgendeine Gegend drücken und das Ding bewegt sich dann, ihr habt einen vorgegebenen Bewegungsablauf. Das ist für einen Einsteiger, der jetzt noch nie so groß Kontakt gehabt hat zu Krafttraining, mal ganz gut. Für die ersten 10, 12, 14, 16, 20 Wochen, je nachdem wie gut ihr seid, seid ihr dann aber immer fällig, dass ihr dann eben kein maschinenorientiertes Krafttraining macht, sondern ein Freihandeltraining. Da komme ich gleich zu sprechen. Das wäre der Einstieg. Es eignet sich, beziehungsweise da hat man natürlich, muss man ein Fitnessstudio haben, weil in der Regel muss man sich sonst für zu Hause schon einen größeren Raum zur Verfügung haben, damit man überhaupt Equipment aufstehen kann, damit es überhaupt einen Sinn macht. Somit wäre das schon mal so schon klar studiospezifisch. Wenn ihr natürlich zu Hause einen Raum habt, ihr habt die Möglichkeit, da 10 Quadratmeter abzuzwacken, 15, könnt ihr euch ein tolles kleines Fitnessstudio für zu Hause einrichten, auch maschinenorientiert, auch das ist die Möglichkeit. Jetzt kommt noch der Part Nummer 2, das wäre Krafttraining mit körpereigener Last, also indem ihr einfach euer Körpergewicht benutzt. Man sagt auch heute zu Freeletics, ist auch eine Möglichkeit, nur da ist es auch so, auch hier sollte man darauf achten, dass man mal einen Profi bittet und einem richtig einweist. Die ganzen einzelnen Übungen wie Kniebeuge, Ausfallschritt, Plank, Seitstütze, Rumpfstütze, Bauchcrunches, dass die alle mal richtig gezeigt werden. Das wäre die Part 2. Auch eine interessante Sache. Kann man zu Hause machen, kann man im Verein machen. Jetzt kommt Part 3. Das ist das Höchste, was man im Krafttraining erreichen kann. Ist das Bewegen von Lasten im freien Raum mit einer sogenannten Freihandel. Ja, das gab es schon vor 100 Jahren, das wird es auch sicherlich in den nächsten 100 Jahren noch geben. Das ist die ursprünglichste Methode, seinen Körper zu kräftigen. Da gibt es natürlich nur eins. Da ist natürlich mehr oder weniger ein guter Trainer gefragt, der einem das zeigt, wie es richtig funktioniert, weil mit Lasten im freien Raum zu bewegen, kann man natürlich auch viel falsch machen. Die Fehlerquelle ist natürlich in dem Bereich wesentlich höher, wie wenn man mit maschinenorientiertem Training arbeitet, weil die Maschine einen Bewegungsablauf vorgibt. Mit Körperlasttraining ist halt nur die Körperlast in Arbeit, was natürlich auch gefährlich sein kann, wenn man es falsch macht. Aber wenn man mit Lasten arbeitet, Langhantel auf dem Rücken, mit 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Kilo, da ist halt die Verletzungsgefahr viel höher und der Verschleiß kann viel höher sein. Deswegen ist es hier wichtig, dass wir einen Profi am Start haben, den wir fragen können, wie geht es, der mal mit die ganzen wichtigen Übungen durcharbeitet. Da lohnt es sich definitiv auch mal einen Personal Trainer zu fragen. Oder sich auch wieder im Fitnessstudio anzumelden und sich dann das Ganze zeigen zu lassen. So, jetzt haben wir drei Punkte. Maschinenorientiertes Training im Fitnessstudio oder zu Hause, Freeletics entweder zu Hause oder im Studio und natürlich Langhanteltraining, Freihandeltraining im Studio oder zu Hause. Die Möglichkeiten haben wir. Wie gesagt, Einstieg maschinenorientiert, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Ihr macht es 10, 12 Wochen, 13, 14, 15, 16 Wochen, seid ihr verantwortlich dazu sagen, lieber Trainer, das war's jetzt mit maschinenorientiertem Training, ich möchte jetzt lieber im Freihandeltrainingsbereich arbeiten. Warum? Weil das Freihandeltraining wesentlich wertvoller ist wie maschinenorientiertes Training. Warum? Weil wir uns draußen in freier Natur frei bewegen und keinen vorgeschriebenen Bewegungsablauf haben. Das heißt, mit Freihandeltraining haben wir einfach einen wesentlich höheren Nutzen, weil die sogenannten Stabilisatoren, die sich in den Gelenken befinden, werden mittrainiert und passen sich an,
Somit kann ich auch mit der Kraft, die ich im Freihandtraining aufbaue, natürlich auch was in der freien Natur anfangen, was ich mit maschinenorientierten Training eher bedingt nur kann. Zusätzlich nicht vergessen, wenn wir uns im freien Raum bewegen, in Natur draußen, arbeiten wir immer mit mehreren Gelenken. An Maschinen arbeitet man oft mit sogenannten Isolationsübungen. Da wird ein Muskel rausisoliert, das heißt, dass ihr zum Beispiel eine Bizepsbewegung macht, die hier. So bewegen wir uns aber in der freien Natur nicht. Also wir bewegen uns in der freien Natur in Schlingen. Bizeparbeit, Trizeparbeit, Schulterarbeit, Brustrumpfarbeit. Ja, wichtig wäre halt noch zu sagen, was ich jetzt fast vergessen hätte, dass ihr verantwortlich seid, dem Trainer zu sagen, so, ich weiß jetzt, wie Krafttraining funktioniert mit Maschinen, jetzt möchte ich die nächste Stufe erreichen, das sogenannte Freihandeltraining. Seid ihr verantwortlich zu sagen, Trainer, zeig's mir. So, dann müsst ihr noch ein bisschen mehr Geduld haben, weil Freihandeltraining dauert einfach wesentlich länger zu erlernen, wie ein maschinenorientiertes Training. Da müsst ihr auch Wert drauf legen, dass der Trainer sich mehrmals um euch kümmert. Verantwortlich dafür seid ihr, weil der Trainer kommt nicht freiwillig. So, jetzt haben wir noch was zu besprechen. Es gibt meines Erachtens nach unterschiedliche Typen zum Thema, wo trainiere ich, zu Hause oder im Fitnessstudio. Zu Hause ist schön, man hat natürlich eine Zeitersparnis. Man ist zu Hause, man ist bei der Family, wobei die kann ich auch stören. Man ist direkt bei sich zu Hause, hat hier die Hygieneräume, Dusche und so weiter bei sich. Man spart viel Zeit. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist halt die Frage, lenkt mich mein Zuhause ab? Ich habe die Erfahrung, es gibt Menschen, die brauchen einfach einen Termin außer des Hauses. Die müssen ins Fitnessstudio. Besser so, dann bleiben sie beständiger dabei. Wenn sie noch einen Trainingspartner haben, der sie unterstützt, der sie mitzieht, noch besser. Es gibt da auch Menschen, die wollen nicht ins Fitnessstudio, die stört das Ganze. Die sind auch besser zu Hause aufgehoben. Wichtig ist natürlich, dass ich das konsequent, regelmäßig umsetze. Wenn jemand dabei ist, der sich zu Hause gerne ablenken lässt durch alle möglichen Sachen, durch Kinder, durch den Computer, durch was weiß ich, der sollte besser sich einen Termin außerhalb machen. Wenn du aber jemand bist, der zu Hause schön strukturiert trainieren kann, dann kannst du auch zu Hause machen. Ja, das war heute das Paket. Ja, maschinenorientiertes Freihandtraining, Bodyweight-Training, wie ich gehe es am besten an, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Jetzt liegt es wieder an euch. Bemerkungen habt ihr unten, könnt was reinschreiben, wenn ihr wollt. Wenn ihr weitere Infos braucht, wenn noch irgendwelche Infos fehlen, dann schreibt mir es rein. Ich werde mich bemühen, alles zu beantworten. Das war's. Andreas Trienbacher, Partner aus Karlsruhe. Mit dem Thema Deine Fitness, meine Aufgabe. Und nicht vergessen, in ein paar Tagen geht's weiter.